guck mal nebenbei auf meine Karte. Ja, aber ein bisschen sind wir noch unterwegs. Und der Nebel kommt wieder, oder? Nee, der geht gerade weg. Ach so. Gott sei Dank. Es reicht dir doch mal mit Nebel. Wir wollen ja auch schließlich mal die Aussicht genießen. Und ja, das sieht total episch aus. Also wirklich richtig geil. Und da hinten sieht man den Vulkan ganz im Hintergrund. Boah, ey, da warte ich auch noch drauf, dass sie den irgendwann aktivieren. Das hätte wirklich was, so ein ausbrechender Vulkan, wenn du da hinten siedelst und auf einmal hast du Erdbeben und es brodelt. Ja, ich weiß nicht, ob einer unserer Zuschauer oder einige unserer Zuschauer damals bei dem, wie hieß denn das? Da gab's ja so ein Free-to-Play-Wochenende für ARK. Da konnte man auf speziellen Servern spielen und da konnte man halt auch den Code für das Spiel konnte man, also einen Steam-Code konnte man im Spiel finden, in so seltenen Kisten. Und da unten ist eine gute Raptorin, die jagen gerade einen Schweig. Ja, wie gesagt, die konnte man da finden, die Codes, und das waren halt spezielle Server, die wirklich nur für ein Wochenende online waren. Und am Ende dieses Events sind dann irgendwelche Kometen oder ein Komet auf den Planeten gestürzt. Das ist ja schon cool gemacht. Also wir haben nicht so viel von dem Wochenende mitgekriegt oder sowas, damals. Oder wie ist denn das? Ich weiß das nicht. Ich hab dir das noch erzählt. Ja, du hast mir das erzählt, aber du weißt ja, wie das ist. Ja, es hört mir nie zu. Doch, doch, ich höre dir zu, aber ich vergesse halt. Ja, also das hätte ich mir gerne mal angeguckt, aber wir hatten ja damals schon einen privaten Server, von daher hat es natürlich keinen Sinn gemacht, auf so einem Server zu spielen, logischerweise, ne? Aber das wäre bestimmt schon cool gewesen. Man hat auch die ganze Zeit oben am Himmel diesen Kometen oder was auch immer das war gesehen, Komet war das, der da in der Luft hing, und der ist dann am Ende, wie gesagt, des Events auf den Ark gestürzt, sozusagen. Hm. Naja, gibt bestimmt in Zukunft auch mal wieder so ein Event, also das kam ja damals schon super an. Das könnte ich tatsächlich auch einfach mal googeln, ne? Oder YouTuben. Das könntest du wirklich tun. Ich könnte das auch tun. Ja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Wir können ich bin das, halt schneller als du. Ja, wir suchen es halt nicht bei Google, sondern bei YouTube, deswegen heißt das YouTuben jetzt bei uns. Wir YouTuben, genau. Ich hab das mal eben so dezent. Ja, das finde ich gut, das finde ich gut. Man muss ja auch mal seine eigenen. Ja, und hier, falls ihr euch noch erinnert, wenn ihr schon länger dabei seid, hier auf dieser kleinen Insel haben wir ganz am Anfang so in Folge 1 bis 8 gesiedelt. Oh mein Gott, ist das lange her. Ja, und also, da habe ich mich schon verlaufen. Leute, auf dieser kleinen Insel habe ich mich verlaufen, wenn ich das jetzt mal von oben sehe. Ja, das ist schon ist das traurig. Echt Wahnsinn. Ich war völlig verwirrt. Da können wir gleich nochmal landen, weil hier ist gerade sicher. Ja, hier auf dieser kleinen Insel hat sich Anni verlaufen. Ich weiß noch, da hieß es dann, das war irgendwie dunkel mit einer Fackel in der Hand. Wo ist denn das Haus? Ich finde das Haus nicht mehr. Und stand 2 Meter daneben. Ja. Das war schon echt lustig. Ja, das war wirklich lustig. So, weiter geht's. Ja, aber hier unten im Süden, man muss halt einfach sagen, es gibt ja so bestimmte Schwierigkeitsgrade auf der Insel verteilt. Der Norden ist ziemlich hart, also da sind High-Level-Dinos unterwegs und auch die Extremvarianten T-Rex und Spinos und Kanos und so ein Kram. Und hier unten sind eher Herbivoren unterwegs, also wenig Fleischfresser, mal ein Sarko, davon hatte man vorhin einen gesehen gerade so. Und hier unten, wie gesagt, eigentlich eher Pflanzenfresser. Wo bist du? Ich bin rechts neben dir. Du siehst mich da, oder? Da oben. Ja, ja, immer ein bisschen über dir. So, da vorne ist auch eine coole Insel. Da kann man auch gut drauf siedeln, wenn man da rüberkommt. Sollte ja nicht ein Problem sein, jetzt mit dem Floß zum Beispiel. Aber das ist halt eine coole Insel, die gefällt mir auch sehr gut. Da hatte ich auch erst überlegt, ob wir da vielleicht siedeln. Auf dieser kleinen Insel da vorne? Na, so klein ist die gar nicht. Also da kann man auch ganz gut was drauf bauen. Ja, wir könnten erstmal ein Floß bauen demnächst. Wir haben ja noch keinen. Das stimmt. Und wir müssen auf jeden Fall mal demnächst mal ein paar Delfine angeln oder Megalodons. Megalodons. Also das stelle ich mir jetzt auch gerade ein bisschen schwierig vor. Naja, also ich weiß, was fangen. Du meinst, aber ne? Fangen, drück dich natürlich. Doch mal vernünftig aus. Ja, denn wir wollen auf jeden Fall noch den Meso... Wie ist denn der? Den Mesosaurus heißt er nicht. Ach, Mosasaurus. Gott. Mosasaurus, okay. Mosa... Das riesengroße... Heißt der Mosasaurus? Ich glaube nicht. Mosa irgendwas. Der Große, der alles fressen kann. Der Schrecken der Tiefe. Also den möchte ich gerne mal sehen. Von Weitem. Ne? Ja, genau. Von genau. Weitem. Es heißt ja, also in der Beschreibung hieß es ja, der taucht nur ganz selten auf. Ansonsten ist er wirklich in den Tiefen zu finden. Mir würde es reichen, wenn ich ihn von oben sehe, wenn er gerade auftaucht. Aber ja, wir müssen wahrscheinlich weiter runter dann und ihn mal suchen gehen. Ja, das ist in einer der nächsten Folgen. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und übrigens, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Habt ihr eigentlich so ein paar Ideen, was wir bauen könnten in den nächsten Folgen? Also jetzt nicht gleich in der nächsten Folge, einfach so mal über die Zeit hinweg. Irgendwas, was ihr schon immer mal gebaut sehen wolltet,
vielleicht lässt sich das ja so ein bisschen mit dem zusammenfügen, was wir eh vorhaben. Aber das wäre auch mal ganz cool zu wissen, was ihr gerne sehen wollt. Ja. Also wir haben schon ein paar Ideen selber auch für uns, logischerweise. Und hier, guck, da drüben siehst du die Insel. Ich schaue. Die ist gar nicht die so klein. Die hat was von einem Halbmond. Ja. Cool. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, stimmt, und dieser Bereich da vorne, diese kleine Bucht, da kann man gut ein Haifischbecken bauen. So, ja genau. Also wir haben auf jeden Fall auch ein paar Ideen für unsere Basis, die jetzt auch schon ein bisschen weiter nach ausgebaut wurde. Also da ist jetzt so ein bisschen das Gelände abgesteckt, sozusagen, wie groß es werden soll. Da kommen noch Ställe hin und sowas wie die großen Dinos und Aufzuchtstationen. Da bauen dann, wie gesagt, das mit Tweety, das war schon eine Katastrophe. Das war richtig schlimm. Das wird nicht mehr vorkommen. Wir werden beim nächsten Zuchtversuch auf jeden Fall vorbereitet sein. Du musst da wieder runterschauen. Unten sieht man die Korallen wieder. Ja. Und wie gesagt, einiges haben wir da noch vor. Also wenn wir da irgendwas in der Nähe bauen sollen, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. So, wir sind jetzt in der Nähe der Halbinsel, glaube ich. Ich muss mal gucken, was sagt denn die Karte? Ja, ja doch. Also ich weiß, also hier, ungefähr hier ging das damals los mit dem anderen Tribe. Nein. Kann ja auch mal ein bisschen hier rumspionieren. Ja, hier vorne, da unten. Siehst geradezu. Du das? Ah ja, okay. Man sieht ja auch manchmal den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Ja. Ja, da bin ich ja gespannt. Also, ja, hier gibt's noch so eine kleine... Ja, ist ja noch nicht mal Holz, ist ja eine Thatch-Hütte. Jetzt ist natürlich die Frage, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, haben die denn alle zusammengebaut hier, oder... Gibt das hier? Ist das hier eine Einzelbasis? Hm. Meinst du, dass sie wirklich nur einem gehört? Na, ich weiß nicht. Kannst du mal kurz landen und mal gucken, ja, wem der Tribe gehört? Ja, ich geh mal gucken. Louis, du bleibst mal hier. Was steht denn hier? Ja, also es gehört Money. Okay, dann ist es Moneys Haus hier. Also hier steht jetzt kein Schild oder sowas, aber... Na, guck mal den Tribe an. Warte. Ja, das ist auch Money Strike und der heißt Money Strike. Jawohl. Ja, sehr schön. So, wir gucken mal, wem das hier noch gehört, außen. Wen haben wir denn hier? Wir haben hier Dilophosaurus Toki, Nutoka und hier Taibas, also die haben wir draußen quasi gebaut. Die waren jetzt lange nicht on. Auf jeden Fall, jetzt schon ein paar Tage nicht gesehen. Mhm. Ich glaube aber, die können auch nur am Wochenende spielen oder sowas. Dann fehlt aber noch, wo ist denn der Rest, sag mal, der Bande? Lass uns doch einfach hier so ein bisschen an der Küste weiter langfliegen. Also ich glaube nicht, dass die eher ins Landesinnere gezogen sind. Ich würde einfach mal hier so ein bisschen am Strand lang dackeln. Ich hätte ja der Verteidigung halber hier oben irgendwo gesiedelt. Du kannst ja da oben langfliegen und ich fliege an der Küste lang und wenn ich was sehen sollte, dann schrei ich. Oder warte mal, vielleicht hier in diesem Dings. Also der Vorteil ist natürlich jetzt hier für den Ost-Tribe, die haben hier direkt in der Nähe eine Höhle gesiedelt. Falls ihr es noch nicht wisst, also es gibt ja durchaus Zuschauer, die das Spiel selber nicht spielen. Wir haben auch Krankenwagen vor der Tür, wie ihr gerade hört. Hier ist nämlich eine Höhle, in der wir schon mal drinnen waren. Kann man ganz kurz zeigen. Ich gehe jetzt nicht rein, ich würde mal kurz den Eingang zeigen. Hier drin, da ist Anni damals in die Lava gestürzt. Ja, heldenmutig war ich 40, da und bin reingestürzt. 41, glaube ich, oder 42, weiß nicht genau. Also das war auch wieder eine Doppelfolge. Ja, ich glaube, die erste Doppelfolge sogar. War die erste Doppelfolge? Ja. Stimmt, das war ein Höhlenausflug. Ja, ich glaube 41, 42 war das. Oder 40, 41, weiß ich nicht genau. Also wie gesagt, da könnt ihr euch anschauen, wie Anni im Lava fällt. Ja, weil ich es kann. Ja, das war schon sehr episch. Das war richtig episch. Sehe hier allerdings noch nichts, ja. Und ja, nochmal als kleine Anmerkung für unsere neuen Zuschauer. Anni hat noch nie einen Höhlenausflug überlebt. Ja, das lag aber nicht immer an mir, möchte ich mal dazu sagen. Ja, einmal hat Mario mich umgebracht. Ja, und zweimal bist du selber gestorben. Ja, aber siehst du, 2 von 3 Malen nur selbst verschulden. Immerhin. Immerhin 66%. Ja, nu. Ja, wir wollen das jetzt mal hier nicht prozentual auf den Tisch legen. Ja, also wir haben jetzt hier vom Ost-Tribe tatsächlich noch nicht so viel gefunden. Nee, also vorne ist auch nichts. Dann müssen wir vielleicht doch mal weiter ins Landesinnere oder hier diesen... Na, ich glaube, hier vorne vielleicht noch einen Weg lang. Ja, hier nochmal kurz die Info. Wir suchen eine Verstärkung für den Server. Ja? Also falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, beim letzten Video, die Bewerbungsphase ist wieder eröffnet.
Genau. Wird auch permanent jetzt offen bleiben. Das heißt, wir nehmen jederzeit Bewerbungen an, wenn ihr die Kriterien erfüllt, logischerweise. Die entsprechenden Infos gibt es in Video 55 zu sehen. Das wird jetzt auch gerade oben eingeblendet, also der Link zum Video. Ja, da könnt ihr euch nochmal anschauen, welche Voraussetzungen es zu erfüllen gibt. Und wie gesagt, wir suchen eine Verstärkung, gerade der Ostribe, der ist noch ein bisschen unterbesetzt, glaube ich. Der könnte noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Ja, also einfach wieder fleißig Bewerbung schicken. Ja, und hier ist gerade schön warm, hier sind wir noch im Sumpfgebiet. Und ich wusste gar nicht, dass sich das bis zur Küste erstreckt. Das Sumpfgebiet? Ja. Mhm. Wie man sieht, das ist ja hier, ja. Ich muss mal wieder landen. Bin etwas zu schnell unterwegs. Hier ist ein Frosch. Ja, hallo, dann, Frosch. Ja, der tut dir aber nichts. Ja, das stimmt. Aber ich lande hier einfach auf dem Stein. Stört ja auch nicht weiter. Also den Ausflug ins Sumpfgebiet, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das war übrigens auch der letzte Ausflug auf dem alten Server. Nach dem Ausflug haben wir dann tatsächlich den Server gewechselt. Das war auch schon sehr dramatisch. Ja, das war der letzte Ausritt mit Milchzahn. Oh Gott, und mit Diego war das. Genau, mit Kabals Diego. Da haben wir nochmal die Aussicht genossen, noch viele Schlangen im Sumpf entdeckt. Und Frösche. Ja, das war schon hochdramatisch. Also ich hätte nicht gedacht, dass einem das so schwerfällt, der Abschied. Ja, man hat halt auch viele Stunden auf dem Server verbracht. Das darf man einfach nicht vergessen. Ja, und Milchzahn. Wir werden auf jeden Fall nach Milchzahn. Junior werden wir uns noch irgendwann organisieren. Das steht schon mal fest. Einige Dinos haben wir ja schon wieder, allerdings haben wir jetzt noch keine alten Namen verwendet, denn wir haben ehrlich gesagt auch nicht so viele von den alten Dinos wieder gefunden, auch neue. Ja, also genau. Schildkröten und sowas hat man, glaube ich, vorher gar nicht. Nee, richtig, wir hatten keine Schildkröte, wir hatten damals auch keinen Triceratops. Ja, ein Kano hatten wir auch nicht, Raptoren hatten wir auch nicht. Richtig. Gar nichts davon eigentlich. So, mal schön. Also außer Mammut, das hatten wir vorher schon, ja, damals gab es Manny. Manny haben wir ja schon wieder. Ja, genau, Manny haben wir und jetzt haben wir halt auch Elli. Manny und Ellie, genau. Fehlt nur noch Peaches. Hier ist nichts. Die haben hier nicht gebaut. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die anderen gesiedelt haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die jetzt schon alle da waren. Aber es waren schon einige online. Also, das habe ich ja auch gesehen. Ich habe schon gesehen, wenn sie miteinander geschrieben haben. Ja, heute ist ja noch eine junge Dame zum Ostribe gestoßen. Die war ja vorher im Urlaub. Ist jetzt auch dabei. Also, die wird sicherlich auch noch tatkräftige Unterstützung liefern. Und wie gesagt, also wir suchen noch Unterstützung für den Server, für die Tribes Westküste und Ostküste. Die Regeln, wie gesagt, im Infovideo und auf der Webseite. Genau, die gelten weiterhin. Wir passen das dann noch so ein bisschen an, dass da diese alten Bewerbungsdaten, also die Zeitdaten, ja nicht mehr drinstehen. Nicht, dass ihr euch da verwirrt fühlt. Ja, und wir hatten übrigens ja letztens schon mal die Diskussion, oder schon des Öfteren mal die Diskussion, ab wie viel Jahre denn Ark nun eigentlich ist. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe einen nicht ganz so kurzen Brief an die USK geschrieben, beziehungsweise eine E-Mail, habe allerdings bis heute noch keine Rückmeldung erhalten. Also, wie gesagt, ich wollte mal die Einschätzung von denen direkt wissen, wie es denn eingestuft wird. Aber, wie gesagt, da gab es von offizieller Stelle noch keine Rückmeldung. Also von daher, falls wir da Informationen bekommen, werden wir das natürlich bekannt geben. Ich habe mich extra darum gekümmert, dass wir da irgendwie mal halt wirklich was Verbindliches rankriegen, aber leider noch keine Rückantwort. Aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass dann doch mal eine Antwort kommt. Ich meine, das ist eine sehr große Institution. Von daher kann das auch mal dauern. Ja. Und so, je nachdem, ob es dann halt wirklich so sein wird, dass Ark nicht, wie es bisher gängig ist, ab 16 Jahre geeignet ist, sondern wenn das dann doch ab 12 sein sollte, können natürlich auch unsere jüngeren Zuschauer gerne Bewerbungen für unseren Server abgeben. Aber wir warten diesbezüglich wirklich noch, bis es ein offizielles Statement gibt. Ja. Und hier vorne ist die gefährlichste Insel im Spiel aktuell noch, die nördliche Insel Dead Island heißt sie. Die heißt nicht ohne Grund so, denn da sind nur Fleischfresser unterwegs und das auch eine der gefährlichsten Höhlen, wenn nicht sogar die gefährlichste, glaube ich. Da waren wir aber noch nicht drin, oder? Nee, die ist ziemlich groß, aber wir sind hier in dem Gebiet, wo wir auf dem alten Server gesiedelt haben. Also, falls ihr die alten Videos noch kennt, bis Video 77, glaube ich, war das. Also von Video 9 bis 77 haben wir hier so in der Gegend gesiedelt. Einmal halt vorne an Lake Pearl, da vorne an den See direkt. Da kommen wir auch gleich vorbei. Und hier natürlich vorne direkt an der Flussmündung. Also hat man eine große Basis aufgebaut mit Kabal damals zusammen. Und haben natürlich auch einige Ausflüge zur Insel gemacht. Und hier natürlich in den Tiefen des Meeres, logischerweise. Und ich finde das echt schade, dass wir hier niemanden gerade sehen.
Na, hier wird keiner mehr siedeln, also das ist ja schon wieder der nördliche Bereich. Müssen wir mal gucken. Also falls wir da irgendwie noch demnächst mal neue Sachen finden vom Osttribe, werden wir das natürlich noch zeigen. Ansonsten werden wir uns auf alle Fälle demnächst in den nächsten Folgen dringend um kleine Dino-Babys kümmern. Oh ja, also Bruthäuschen wird weitergebaut, Dinos werden gezüchtet. Wir haben schon gehört, Raptor-Babys sollen sehr süß sein. Also werden wir uns auf alle Fälle mal angucken. Die sehen ja schon, also ich habe mal kurz ein Bild gesehen, als ich mal geguckt habe danach. Die sehen schon echt putzig aus. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, muss ich mir noch anschauen. Wir werden das auf jeden Fall dann in unserer eigenen Folge. Wir werden das auf jeden Fall demnächst dann mal züchten. So kleine Raptor-Babys oder die Wölfe sind ja auch noch eine Möglichkeit. Und hier vorne haben wir Lake Pearl, da haben wir auch gesiedelt von Folge 9 bis 31, glaube ich. Gott, du weißt das noch so genau. Ja, ne? Also irgendwas in dem Dreh. Also wir sind ja, wie gesagt, in Folge 9 sind wir umgezogen hierher, haben wir hier neu angefangen, haben uns hier durchgestorben sozusagen. Oh, da ist ein T-Rex hier unterwegs. Schön. Oh. Ja, ich bin nicht dort, wo du bist. Das kann ich dir jetzt schon wieder sagen. Ich bin ein Stück weiter weg. Also hier ist auch eine ziemlich coole Gegend. Lake Pearl ist sehr gut geeignet zur Verteidigung. Also man kann hier wirklich drei Eingänge dicht machen. Wenn hier irgendwelche garstigen Viecher kommen, kann man es gut verteidigen. Sollte also passen. Und vor allem das Wasser ist ziemlich cool. Aber wir haben festgestellt, wenn es wirklich affenheiß ist hier auf der Insel, kann man hier nicht im Wasser quasi sich abkühlen. Das ist zu flach. Ja, das reicht nicht aus. Das stimmt. Wobei es lustigerweise auch so ist, wenn man irgendwie an einem Fluss steht und eine Fußzehe ins Wasser hält, dann reicht es. Aber hier in dem Tümpel reicht's nicht. Und man soll auch Partner drin spawnen, auch Piranhas. Ja, diese Erfahrung mussten wir damals auch machen. Schon das eine oder andere Mal zerfleischt worden. Und ich bin jetzt gerade wieder mal verwirrt. Ah, warte mal, nein, ich habe Lake Pearl gefunden. Ja, du super. Musst jetzt links rum. Okay, ja, du bist irgendwo nach links geflogen. Ja, da an der Küste lang. Okay. Ja, wir sind schon wieder auf dem Weg nach Hause, wie ihr unschwer erkennen könnt. Also wir sind jetzt wieder an der Nordküste unterwegs. Wir müssen jetzt eigentlich um ganz gut. Also du bist zumindest da unterwegs, ich noch nicht. Ah, ja, ihr seht schon, wir sind einmal drum rumgeflogen um die Insel. Aber es ist mal gut zu wissen, dass man ungefähr so viel Zeit braucht. Also ein bisschen weniger natürlich, weil wir jetzt natürlich beim Westtribe noch ein bisschen was angeschaut haben. Im Osten gab es leider nicht so viel zu sehen. Aber das kommt sicherlich noch. Ja, und das holen wir natürlich dann auch nochmal nach. Ne? Da schauen wir dann gerne regelmäßig vorbei. Genau, und wir werden uns ja auf alle Fälle auf dem Laufenden halten, wie sich das hier entwickelt auf dem Server. Und wenn auch neue Spieler dazukommen, wird da sicherlich nochmal einiges passieren. Ja, nicht drängel schon wieder. Ja, ja, Anni drängelt immer. Ja, mal hier ein bisschen abdrehen in der Luft. Anni dreht wieder durch. Ist ja nichts Neues, ne? Da heute Sonntag ist, machen wir die Folge etwas länger. Wir sind ja nicht so. Ja, ne? Eben, es ist halt Sonntag. Ja, aber nichts dagegen. Mit dann wissen, was man schon hat. Ja, es kam ja auch die Frage, ob wir die Folgen vielleicht ein bisschen länger generell machen können. Das ist rein theoretisch möglich, aber das Problem ist, es gibt halt rein statistisch gesehen nur wenige unserer Zuschauer, die länger als 20 Minuten schauen. Also man sieht das ja, man kann ja bei YouTube ganz viele Statistiken angucken und sowas. Und da sieht man ja ungefähr, wie lange insgesamt der Schnitt vom Zuschauen her ist. Und alles, was über 20 Minuten geht, wird dann schon nicht mehr so intensiv geschaut. Das heißt, es ist natürlich sehr ungünstig, wenn wir dann zum Beispiel die Folge 10 Minuten länger machen und es gucken halt dann von 100 Leuten nur noch 5 oder so, dann lohnt sich das halt nicht. Ne? Dann machen wir lieber gerne 2 Folgen oder sowas wie eine Doppelfolge. Das ist was anderes. Ja, also von daher, wie gesagt, rein technisch ist es kein Problem, länger zu machen, aber es ist, macht halt wenig Sinn, wenn wir Content erstellen, also Videos länger machen und schaut dann keiner. Das wollen wir halt auch nicht. Das wäre halt auch schade drum, um die Zeit. Ja, eben. Ich meine, man kennt es ja selber, man spult ja auch mal vor und schaut sich dann einfach nicht das Video komplett was, an. Was, du spulst vor? Nicht bei uns. Also unsere Videos, die schaue ich immer komplett. Glaubt mir das wirklich, ja? Ich schaue mir nochmal an, was wir hier so gemacht haben. Das ist manchmal sehr unterhaltsam. Ja. Vor allen Dingen dann, wenn Mario und ich uns mal wieder darüber auseinandersetzen, wer doch was gesagt und gemacht hat. Plakate. Blockaden, genau. Wunderbar. Oh, was ist denn hier? Hier wohnen wir. Geil. Das erkennen wir doch unschwer daran, die ganzen kleinen Videos hier. Und ich mache einen kleinen Ausflug noch nach vorne zu unserer Basis, also unserer zukünftigen. Das hier vorne ist ja, wie gesagt, nur so eine Notunterkunft. Und wir hatten übrigens auch schon den Vorschlag erhalten, wir haben ja eine Granate gefunden, oder ich habe letztens irgendwann eine Granate gefunden, ob wir unsere Hütte dann mal wegsprengen. Warum sollten wir das tun? Wenn wir umziehen. Na, aber das macht man doch nicht. Und die logische Begründung war, die fand ich sogar sehr einleuchtend, dann kann die Granate keiner mehr klauen.
Ja, okay, alles klar. Das fand ich aber sehr bezeichnend. Das fand ich schon wieder lustig. Und hier, genau an der Stelle, mein kleiner Ruckner, hier muss irgendwie eine Ladegrenze sein. Das ist immer an der gleichen Stelle, ist hier ein kurzer Mini-Aussetzer. Und hier sieht man es schon, ich habe gestern Abend oder Nacht noch hier Tore gebaut und warum ist der Stein da respawned? Ach so, genau, die Tore zählen ja nicht als Konstruktion, als Struktur sozusagen, als Gebäude. Deswegen spawnt da in der Nähe wieder was. Das müssen wir dann mal wieder wegruppen. Und sobald wir da eine Mauer gebaut haben, ist es auch kein Problem mehr. Also wie gesagt, hier unten schon mal da Grenzen abgesteckt. Hier oben noch ein bisschen ein Tor, da ist schon mal ein Stück Mauer fertig. Ja, komm mal rüber, du musst noch Tweedys Grabstein zeigen. Oh ja, stimmt. Ja, hier habe ich auch schon mal noch die Plattform gebaut für unser Häuschen insgesamt. Das schmiegt sich da sehr schön in den Stein rein, nachdem Anni da jetzt nichts mehr weggerissen hat. Ja, ich traue mich da aber auch manchmal gar nicht mehr lang zu laufen. Also ich packe sofort mein Werkzeug ein. Ja, und wir haben übrigens Tweety neben Rusty begraben. Neben Rusty begraben. So gehört sich das. Die können jetzt zusammen im Dino-Himmel spielen. Also Dino- und Dodo-Himmel. Ja, für all diejenigen, die nicht wissen, wer Tweety ist, das ist unser kleiner Baby-Dodo, den wir gezüchtet haben und der leider gestorben ist. Ja. Plötzlicher Kindstod. Schon hart. Also das war wirklich bitter. Ich meine, das war wie gesagt ein Bug. Man konnte halt einfach gar nicht so viel Essen nachkippen, wie der gefuttert hat. Das war leider ein Bug, aber das ist echt hart gewesen, wenn man halt durch so einen Bug so ein kleines Würmchen da verliert. Das war schon echt bitter. Ja, und hier sind wir noch nicht weiter vorangekommen mit der Zuchtstation. Ja, wir müssen da wahrscheinlich nochmal umplanen. Ja, also, das ist noch nicht so ganz optimal. Wir müssen da nochmal ein bisschen ein paar Ideen entwickeln. Das müssen wir vielleicht dann auch mal aufmalen. Das könnte schon helfen, das Ganze einfach so ein bisschen, ja, besser zu planen, anstatt drauf loszubauen. Ja. Aber wir wollten halt mal so ein bisschen spontan sein, ne? So ein bisschen improvisieren. Genau, und ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall wirklich demnächst mal hier die Hütte fertig. Also Will nicht da vorne umziehen. Das hilft uns nicht. Ich möchte die Möbel da reinbauen, ne? Ja. Also wie gesagt, da gibt's auf jeden Fall demnächst noch was zu sehen. Jo Mensch, ich würde sagen, das soll's gewesen sein, Anni, mit ihrem Grafikanzeigen-Bug. Sieht alles sehr dunkel aus bei ihr. Ja, das ist merkwürdig. Alle möglichen Steintexturen sind bei mir dunkel. Ja, dunkel, dunkelgrau. Fast schon schwarz. Ja, sieht sehr merkwürdig aus. Ja, ich würde sagen, das soll's gewesen sein. Wir sagen schon mal danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat der kleine Ausflug gefallen zum Ost- und zum Westtribe. Und ja, ne? Morgen 15 Uhr geht's weiter. Wir hoffen mal, dass dann schon der Patch raus ist mit den neuen Sachen. Also hier mit den schwangeren Dinos. Oh ja, genau, der kam ja jetzt noch nicht raus. Und das skillbasierte Kochsystem soll ja auch kommen. Ja, da können wir uns dann im Kochen battlen. Und siehst du übrigens diese komischen Dinger bei dir auf dem Bildschirm? Ja, also das ist, als wenn du unter Wasser bist. Ich weiß, das wollte ich dir vorhin noch sagen. Ich glaube, das ist, weil du vorhin irgendwo mit Louis zu tief geflogen bist und ins Wasser gekommen bist. Ach, klasse. Das naja. Glaube ich tatsächlich. Spring mal kurz ins Wasser. Ohne Louis. Ohne Louis. Einmal rein, wieder raus. So und so. Ach, na toll. Ich hätte mir meinen Grafikbug selber ganz schnell beheben können, indem ich vorhin schon ins Wasser gesprungen wäre. Ja, Anni ist also mit Louis vorhin tauchen gegangen und hatte jetzt die ganze Zeit den Grafikbug, als wenn man unter Wasser. Also merkt euch das, ja? Einfach nochmal tauchen gehen, wenn bei euch die Grafik verbuggt ist, dass ihr halt ja die ganzen Wasserreflexionen seht auf dem Land. Ja. Und passend zum Folgenende haben wir jetzt strahlendes Wetter. So gehört sich das. Da können wir hier noch ein bisschen durch die Gegend ziehen. Ja, genau. Wie gesagt, wir werden uns mal darum kümmern, dass die Basis noch ein bisschen ausgebaut wird, dass wir ja einfach mal umziehen können da vorne. Das ist ja kein Zustand mehr. Nee, wirklich. Da ist schon wieder alles voll. Da ist schon wieder alles voll gebaut und keine Ahnung. Nee, das ist einfach... Nee, das ist ein Zelt schöner. Die Dinos haben nicht mal irgendein Zuhause. Die haben gar nichts. Nicht mal einen Stall. Die müssen bei Wind und Wetter draußen rumstehen. Nee, das können wir so nicht lassen. Da müssen wir uns wirklich ransetzen und die Tage das mal fertig bauen. Ja, oder zumindest so weit bauen, dass die irgendwie mal eine Unterkunft haben. Genau. So, und in diesem Sinne dann aber wirklich mal Feierabend für jetzt. Ja. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische, 15 Uhr. Seid wieder mit dabei. Genau. Und Anni ist dann auch wieder am Start und unsere ganzen Dinos. Und ich bin auch wieder da. Genau. Bis morgen. Hallöchen. Hallo. Ja. So, also bis dann. Ciao. Tschüss.